Hallo und herzlich willkommen zu Marie's Salon du Livre liest. Wobei liest nicht ganz richtig ist, es sollte eigentlich eher heißen, hat gelesen im August 2017. Im August war es bei uns in Tirol sehr schön, sehr heiß. Wir sind wahnsinnig viel auf den Bergen unterwegs gewesen und haben rund um meinen Heimatort einiges erwandert. Und dennoch habe ich 8 Bücher gelesen. Manche sehr gut, manche gut und bei einem waren einfach meine Erwartungen zu hoch. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich gebe euch die Bücher bekannt in der Reihenfolge, wie ich sie gelesen habe. Das erste war ein Rezensionsexemplar vom Bloggerportal, und zwar der erste Teil der Eddie Flynn-Reihe von Steve Cavanaugh und heißt Zu wenig Zeit zum Sterben. Ich habe mich jetzt für den ersten Teil entschieden, den mir zu gönnen, weil ich eigentlich Teil 2 lesen wollte. Jetzt ist es so, Zu wenig Zeit zum Sterben war an sich eine sehr spannende Geschichte, sehr rasant, sehr dicht, in einem kurzen Zeitraum extrem spannend geschrieben. Und zwar, es geht darum, dass Eddie Flynn, ein Rechtsanwalt, der im Moment nicht als Rechtsanwalt arbeitet, von einem Mafia-Oberhaupt gezwungen wird, beziehungsweise erpresst wird, einen wichtigen Zeugen zu eliminieren, zu ermorden, und wenn er das nicht tut, wird seine Tochter ermordet. Das ist die Ausgangssituation. Die Geschichte, wie gesagt, darunter total interessant, spannend und alles. Mein Problem war Eddie Flynn. Der hat bei mir keine Sympathien gekriegt. Tut mir leid, mit dem bin ich nicht warm geworden. Der war mir zu seltsam. Ich kann es nicht anders sagen, er war einfach nicht meiner. Und deswegen habe ich jetzt das Problem, dass ich wahrscheinlich glaube, dass ich diesen zweiten Teil niemals wirklich lesen werde. Egal, das Buch selber hat von mir 4 Sterne bekommen, weil die Geschichte gut war und nur die Hauptfigur des Eddie Flynn mir einfach nicht sympathisch war. Das zweite Buch war ein Leseexemplar von der Autorin selbst, und zwar von Monica Bellini, Broken Wings, sehnsüchtiges Verlangen. Vorab sollte man sagen, dass die ersten 30 Seiten wirklich für mich sehr, sehr schwer zu lesen waren. Sie werden sehr plastisch beschrieben, und wenn man sich die Danksagung ganz vorne, die Widmung, durchliest, dann könnte man schon erahnen, um was es geht. Ich bin blauäugig hineingegangen, habe die Widmung gelesen und nicht so interpretiert, wie man sie interpretieren hätte können. Deswegen hat das Buch von mir 4 Sterne bekommen, weil die ersten 30 Seiten wirklich extrem waren. Danach, jetzt muss ich noch kurz aus, Monica Bellini schreibt eigentlich hauptsächlich erotische Geschichten, und irgendwie sind die 30 Seiten mit meiner Erfahrung von Monica Bellini nicht zusammenkommen. Das war irgendwie, hat sich nicht ganz gespielt. Dennoch war es eine gute Geschichte. Es geht um Sarah, die in den ersten 30 Seiten eine Rolle spielt, natürlich in Paris auf Marcel trifft. Sarah trägt ein großes Paket mit sich herum. Marcel ist, glaube ich, 10 oder 12 Jahre älter als Sarah. Sie begegnen sich, sie merken, dass sie viel gemeinsam haben, gemeinsame Themen haben, über die sie sprechen können. Marcel empfindet den Altersunterschied als recht groß, aber schlussendlich ist es einfach so, dass Sarah, die in Paris wieder Fuß fassen will, Entscheidungen trifft, die für sie am besten sind. Und ja, eine Geschichte, die auch ihre erotischen Szenen hat, aber trotz allem sehr, sehr liebevoll ist und sehr viel Gefühl vermittelt. Und die zeigt, dass auch manchmal 10 Jahre Differenz nicht wichtig sind. Dann, es wird ein weiteres Buch geben, wo Sarah und Marcel vielleicht auftauchen. Aber es wird ein Buch geben rund um 2 Figuren, die bereits kurz aufgetaucht sind. Also man kann laut Autorin beide Teile unabhängig voneinander lesen. Man braucht keine Vorkenntnisse, also es ist keine Reihe in dem Sinn. Ich freue mich schon irgendwie drauf, das könnte interessant werden, vermute ich jetzt einmal. Das nächste Buch, oder beziehungsweise die nächsten 2 Bücher, waren von Karin Lindberg. Karin Lindberg hat eine 5-teilige Serie geschrieben, und zwar rund um die Prescott Sisters. 5 Geschwister, 5 Teile.
Ich habe jetzt Teil 4 und Teil 5 gelesen. Teil 4 ist der Amerikaner rund um Tessa und um Derek. Tessa ist das Model der Familie und sie muss in die USA auf eine Ranch mitten im Nirgendwo und dort ist Derek, dem die Ranch mitgehört. Und es treffen einfach zwei unterschiedliche Welten aufeinander und die zwei geben sich wirklich anfangs knallen da einfach oder fliegen die Fetzen. Das war wirklich gut, das ist mein Lieblingsband der Serie, finde ich total witzig. Sehr nett, sehr toll geschrieben, gutes Setting, hat einfach alles gepasst. Teil 5 heißt Der Bodyguard, dreht sich um Ashley und um Chase. Und in dem Fall rate ich jedem, auf jeden Fall die Reihenfolge einzuhalten. Der rote Faden, der sich durch alle 5 Bücher zieht, ist rund um das Verschwinden der Mutter der 5 Schwestern. Und in dem 5. Band gibt es einen runden Abschluss und wird das Geheimnis gelüftet, beziehungsweise was alles so wirklich passiert ist. Und Ashley fliegt von Shanghai nach England, um einfach einen Abschluss zu finden. Und ihr Vater zwingt sie dazu, den Bodyguard mitzunehmen. Und es ist ein gelungener Abschluss der Reihe auf jeden Fall. Ja, wenn so eine Reihe beendet ist, bin ich immer irgendwie froh, dass sie alles war und gleichzeitig bin ich ein bisschen traurig. Die Autorin hat jetzt gerade auch noch ein neues Buch veröffentlicht. Den Titel habe ich gerade vergessen. Aber es ist auch darin, den ich auf jeden Fall merken werde, weil sie einen guten Schreibstil hat. Etwas, was mir sehr gut gefällt. Sehr viel, also sie hat eine gute Mischung aus Dramatik, Liebe, Witz. Also Witz und Humor ist bei mir einfach auch immer wichtig. Und mal sehen, ob ich das neue Buch dann auch bald lesen werde. Das nächste ist definitiv mein Highlight des Monats. Und zwar, es gibt dazu eine Videorezension. Ich verlinke sie ja unten in der Infobox. Das mache ich mit alle, beziehungsweise ich hoffe, dass ich es technisch schaffe, alle Bilder, Cover zumindest, einzublenden. Mein Monatshighlight ist von Andrea Maria Schenkel, Als die Liebe endlich war. Andrea Maria Schenkel ist Deutsche und hat eigentlich bisher hauptsächlich Krimis veröffentlicht. Ich glaube, ihr erfolgreichstes war Tannöd, rund um ein wirkliches Verbrechen, das in den 20er oder 30er Jahren in Deutschland passiert ist. Dieses Buch ist ein historischer Roman, kein wahrer Bericht, also kein Erfahrungsbericht, aber hätte so passieren können. Es geht um eine Familie, die 1938 beschließt, Deutschland zu verlassen. Die besteigen ein Schiff, das sie von Genua nach Shanghai bringen soll. Allerdings der Vater, der Jude ist, entscheidet sich kurzfristig nach Deutschland zurückzukehren, weil er nicht glaubt, dass die Lage schon so schlimm ist, wie sie tatsächlich ist. Das ist ein Strang. Der zweite Handlungsstrang dreht sich rund um Erna. Erna wird von ihren Eltern von einem Dorf in Bayern zu ihrer Tante nach München geschickt und erlebt dort die ersten Jahre des Krieges. Und der dritte Erzählstrang ist 2010, also fast in der Gegenwart, wo wir Karl, das ist der Sohn der Familie, die nach Shanghai geflüchtet ist, wieder treffen mit seiner Frau Emmy, die sich nach 60 Jahren eigentlich, könnte man meinen, in- und auswendig kennen, aber dann kommt eine neue Information ans Tageslicht. Eine Geschichte, die mir wirklich ans Herz ist das falsche Wort. Sie ist mir ans Herz gegangen mit dem Nachwort der Autorin. Da ist mir dann noch einmal ans Herz gegangen. Die Geschichte an sich war interessant, sehr interessant geschrieben, ich denke, dass es sehr gut recherchiert ist, vor allem die Reise von Genua nach Shanghai. Auch die Szenerie in Shanghai war gut zu lesen und insgesamt war es der ein bisschen distanzierte Schreibstil, der mich gefesselt hat und der das Ganze nochmal einprägender gemacht hat, zumindest für mich. Manche mögen es nicht, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Also das war mein Monatshighlight. Das nächste Buch ist von Peyton Dare. Das Buch habe ich als Gewinn bei Lovely Books bekommen. Und zwar habe ich mich beworben, weil ich den ersten Teil, das ist eine Reihe, die nennt sich WG-Reihe, den ersten Teil, und zwar die 3 Begierden, bereits gelesen habe. Ich glaube, letztes Jahr war das. Und es hat mir echt gut gefallen. Erstens sind die Cover absolut heiß, sexy und wirklich gut. Und zweitens hocherotische Geschichten,
die aber nie ins Banale abrutschen oder die plump werden oder vulgär, mit guten Figuren. Beim ersten Teil haben wir sogar einen kleinen, ja, war eine Krimi-Handlung dabei. Und jetzt beim zweiten Teil, die zwei Sehnsüchte, geht es um Jenna und um Tyler. Und Jenna flieht oder geht zu ihrer Zwillingsschwester nach Los Angeles, weil sie das Gefühl hat, oder sie wird gestalkt. Allerdings glauben ihr ganz wenig Leute. Und sie zweifelt dann auch an sich selbst. Und Tyler dagegen, den kennt man von Band 1. Nachdem das in New York passiert ist, geht er zu seinem Bruder nach Los Angeles. Und Jenna und Tyler lernen sich kennen und es knistert sofort. Und es gibt da auch eine kleine Krimi-Handlung und es ist wirklich interessant, dass es gibt verschiedene Figuren, deren schwarz-weiß denken und gleichzeitig, also ich bin dann immer jemand, der sagt, die Netten sind die Schuldigen. Ja, ist halt so. Und dann finde ich es recht gut, wenn man ein bisschen in die Irre geleitet wird und so, oder sich selber in die Irre führt. Mir hat es gut gefallen. Ich hoffe, dass eine dritte Geschichte kommt. Und da würde ich dann schon auf jemanden bestimmten tippen und ja, mal sehen. Das nächste Buch ist das, was ich am Anfang erwähnt habe, wo ich einfach extrem hohe Erwartungen gehabt habe. Und zwar von Veronica Henry, Liebe zwischen den Zeilen. Das Stativ wackelt gerade, weil mein Kater meint, er müsse sein Revier markieren. Liebe zwischen den Zeilen ist ein Rezensionsexemplar vom Bloggerportal. Ich habe es gesehen, ich habe das Cover gesehen, den Titel, den Klappentext und habe gesagt, das muss ich haben. Die Geschichte ist gut. Ich vermute sogar, dass sie sehr gut ist. Mein Problem war, dass meine Erwartungen zu hoch waren. Drehen tut sich alles um Emilia Nightingale, die Nightingale-Buchhandlung ihres Vaters erbt, nachdem dieser leider zu früh verstorben ist. Man lernt ihren Vater auch kennen, wie er zur Buchhandlung kommt. Und dann lernt man die Bewohner des Ortes kennen, wo es ist. Ich vergesse immer wieder, er heißt Peacebrook. Ja, Peacebrook. Und da gibt es wahnsinnig viele tolle Figuren. Mit diesen Figuren gibt es natürlich einzelne Geschichten. Und nach ca. 222 Seiten sind dann alle Figuren eingeführt, plus ihre Geschichten. Und das Buch hat 370 Seiten und dann bin ich da und sage, das kann nicht sein, dass man nur in 150 Seiten 6 verschiedene Geschichten erzählt. Und deswegen habe ich einfach das Gefühl gehabt, es gibt wahnsinnig viel Luft nach oben. Und das habe ich dann vergeudet. Einfach, es hätten 2 Bücher werden können. Dennoch ist es eine Geschichte, die jeden ans Herz legt. Es ist ein Wohlfühlbuch, es sind tolle Figuren drin, skurrile Figuren, nette Geschichten, nette Seitengeschichten, die wirklich interessant waren. Aber ich hätte mir einfach so viel mehr erwartet. Aber ist halt einmal so, manchmal wird man enttäuscht. Das letzte Buch im August habe ich mir ausgesucht, ebenfalls vom Bloggerportal. Also ich glaube, diesen Monat habe ich 2 Bücher oder so. Nein, wie auch immer. Und zwar ausgesucht, weil erstens der Titel, Seven Nights Paris. Alles, was in Paris spielt, bin immer live dabei. Und dann, weil mir das Cover aufgefallen ist, und zwar Nate Positive. Jetzt bin ich wahrscheinlich, ja, jetzt bin ich gleich im Dunkeln. Okay. Und zwar Seven Nights Paris von Jeanette Gray. Ich finde das Cover einfach furchtbar. Was mir vor allem auch immer wieder interessant wird, die Figur, die weibliche Hauptfigur hat nicht einmal High Heels, sondern dem Ganzen. Warum da jetzt High Heels drauf sein, entzieht sich meiner Kenntnis, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, die Geschichte hat mich irrsinnig überrascht. Es geht um Kate und Rylan. Kate kommt von New York oder in der Nähe von New York nach Paris, um eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zwischen 2 Wegen, zwischen ihrem Herz und ihrem Verstand. Sie ist dort in Paris, um ihrer Leidenschaft auch nachzugehen. Sie wird gern zeichnen, sich die Museen anschauen, Kunst, Kultur, das Essen und so weiter. Und gleich am ersten Tag geht sie in ein Café, bestellt einen, ich glaube, es ist ein Café au lait, to go, kommt sie drauf, als sie zahlen wird, ihr ist die Handtasche geklaut worden. Es war zwar nicht viel Geld drin, aber ihre Zeichenutensilien waren drin und jetzt steht sie da, hat einen bestellten Kaffee, den sie nicht zahlen kann. Und dann kommt Rylan, der Retter in der Not,
spendiert ihr den Kaffee, zahlt ihr den Kaffee und man lernt ihn kennen und weiß eigentlich im Grunde genommen im ersten Augenblick sofort, was er will. Im Grunde genommen, er wohnt da in Paris seit einem Jahr, ist ein Schwerenöter, ein Charmeur, wickelt die Ladies um einen kleinen Finger und mit Kate denkt er eigentlich, dass das gleich ablaufen wird. Kurze Affäre, begrenzt auf einen bestimmten Zeitraum, keine Gefühle und nichts, passt. Er bietet sich dann als Reiseführer an und den Tag, den sie miteinander verbringen, also das ist ein toller Tag. Die haben einfach viel gemeinsam, egal ob es Kunst, Kultur, einfach die Stadt ist, die ihnen total gut gefällt, wo man einfach merkt, sie sind auf derselben Wellenlänge. Und das macht sie schon in der Beschreibung sehr sympathisch. Das ist ein Tag, wo ich mir denke, so könnte ich mir das vorstellen, das war cool, Paris so zu erleben. Er flirtet natürlich mit ihr, sie fühlt sich geschmeichelt und dann macht er das Angebot, dass sie ihm doch die 7 Nächte, die sie in Paris verbringt, schenken soll. Sie weiß anfangs nicht, was sie davon halten soll. Sie fühlt sich geschmeichelt, gleichzeitig ist sie eingeschüchtert. Und irgendwann überwindet sie den inneren Schweinehund und sagt, was habe ich zu verlieren? 7 Nächte, passt schon. Und es sind nicht nur die Nächte, die sie miteinander verbringen, sondern auch die Tage, die sie zum Teil miteinander verbringen und wo sie sich einfach auch viel erzählen von ihrer Vergangenheit, was ihre Wünsche sind, was ihre Träume sind. Und man lernt beide sehr gut kennen. Und vor allem beim Rylan, den man am Anfang eigentlich in so eine spezielle Schublade steckt und sagt, ja, wissen wir eh schon, ist nichts Neues. Zeigt immer mehr von sich und als Leser kriegt man dann noch mehr Einblick. Und was mir gut gefallen hat, ist einfach, dass Kate entschieden und entschlossene Entscheidungen trifft, die für sie selbst am besten sein, ohne Rücksicht auf Verluste. Vielleicht ist das ein bisschen zu drastisch ausgedrückt, aber sie trifft Entscheidungen, die einfach für sie gut sein. Und das mag ich. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so eine Dossi hat, die, ich weiß nicht, und vielleicht sollte. Nein, man muss entscheiden, was für sich gut ist, auch wenn man jung ist. Und wenn man damit mit den Konsequenzen und manchmal auch mit den Fehlern leben muss. Das Buch endet nicht mit einem Cliffhanger, aber mit diesem, ich will wissen, wie es weitergeht. Und es kommt ein zweiter Teil, der erscheint, soviel ich weiß, am 28. Februar nächsten Jahres. Mal schauen, ob ich es vielleicht auf Englisch noch vorher lese, weiß ich noch nicht genau. Aber ich freue mich drauf und muss ich ganz ehrlich sagen, hat von mir 5 Sterne gekriegt, weil es eine Überraschung war. Wirklich eine Überraschung. Also wer auf erotische Geschichten oder eigentlich New Adult Geschichten mag, mit gutem Schreibstil, mit guten Figuren, gut ausgearbeiteten Figuren, dann ist er da auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ich zeige euch jetzt noch, was ich im Moment lese. Und zwar, am 1. September habe ich mit dem ersten Band einer Trilogie begonnen. Und meine heutige Nacht war kurz. Zwar sehr kurz. Ich habe es einfach fertig gelesen, ruckzucki. Und zwar, ich habe den ersten Teil von Mona Kasten Beginne gern gelesen. Und es geht um Ellie und um Caden, ebenfalls aus dem Genre New Adult. Und es hat mich auch begeistert. Es war gut geschrieben, es war großartige Story, die einfach Sinn gemacht hat und die mich begeistert hat und die mich einfach immer weiter lesen hat, was man gesagt hat, ich will jetzt wissen und warum und wieso. Und Ellie und Caden können sich anfangs überhaupt nicht ausstehen. Sie machen eine Zweckgemeinschaft, eine gemeinsame WG. Es gibt Regeln und die Regeln können gebrochen werden oder auch nicht. Wie auch immer, lest es selber. Mir hat es gefallen, es war alles dabei. Witz, Humor, Dramatik und fiese Personen, nette Personen. Ja, alles dabei, was man so braucht. Und weil es so gut war, habe ich gleich Teil 2 hinterher. Schiebe ich. Ich bin noch nicht sehr weit, also ich bin bei Seite 70, 75, irgend sowas. Diesmal geht es um Dawn und um Spencer. Und Ellie und Caden haben natürlich auch ihren Auftritt. Ja, ich habe den dritten Teil natürlich auch schon dastehen. Wahrscheinlich werde ich alle 3 gleich mal hintereinander lesen und freue ich mich schon sehr darauf. Sonst im September gibt es eigentlich nur noch 2 Dinge. Das erste ist, im September bin ich eine Woche auf Urlaub mit meinem Mann. Wir fliegen für eine Woche nach Ibiza, all inclusive. Nach 22 Jahren ist das unser erster All-Inclusive-Urlaub. Wir sind normalerweise die Individualtouristen, aber diesmal haben wir gesagt, okay, wir lassen uns verwöhnen.
Die größte Entscheidung wird sein, Pool oder Strand, kurze Hose oder überhaupt keine Hose. Und ich hätte eigentlich vorgehabt, das war mein großes Ziel, von Ken Follett den ersten Teil der Jahrhundert-Trilogie, Sturz der Titanen, zu lesen. Jetzt kommt aber der neue Kingsbridge raus, das Fundament der Ewigkeit. Irgendwas mit Fundament, ich habe es leider gerade wieder vergessen. Möglich, dass ich das mitnehme. Weiß jetzt noch nicht. Sonst nehme ich natürlich meinen E-Book-Reader mit, meinen E-Reader mit. Und da bin ich eher spontan, da kommt es darauf an, auf was ich gerade Lust habe, was ich da unbedingt lesen möchte. Und das zweite Highlight oder das nächste, was ist, ich habe ja das Gewinnspiel zum Krimi-Fest Tirol. Und am 10. September werde ich das Video hochladen, wo es ein Buch von Simon Beckett zu gewinnen gibt. Und die restlichen Wochen, sobald ich dann wieder retour bin, gibt es die anderen. Das dürfte es im September eigentlich gewesen sein. Ich wünsche euch einfach einen schönen Monat, einen schönen Lesemonat und wahnsinnig guten Lesestoff. Bis bald.